Malte Petersen, Leiter des Bereiches Produktmarketing bei der Creaton AG. Ich möchte Ihnen heute eines der Markenzeichen eines jeden Creaton-Daches zeigen. Und das ist das Signum Tondrungsrohr im System mit dem Signum Adapter. Bereits in den 90er Jahren hat sich Creaton mit dem Signum Tondrungsrohr hier ein Markenzeichen geschaffen, welches wie kein anderes Produkt Hochwertigkeit und Ästhetik in einem vereint. Hochwertigkeit allein schon dadurch, weil das Signum Tondrungsrohr komplett aus Ton bzw. Keramik besteht. Dies bringt Vorteile mit sich wie hundertprozentige UV-Stabilität, wie Alterungsbeständigkeit, Wasseraufnahmefähigkeit. Zum anderen ist die Basis eines jeden Signum Tondrungsrohres der Creaton Tondachziegel, welcher zudem sich optimal in die Dacheindeckung einpasst. Auch im Bereich von Pressdachziegeln mit den jeweiligen Verfalzungen, sodass eine optimale Regen- und Schneeeintragssicherheit gegeben ist. Die Ästhetik des Produktes definiert sich einerseits über 8 verschiedene Aufsätze bzw. Kappen. Es gibt das Produkt in allen Farbenvarianten des Sortimentes. Zudem gibt es individuelle Gestaltungsmöglichkeiten über Sonderglasuren bis hin zu vergoldeten Aufsatzkappen, die jedes Creaton-Dach dann noch einzigartiger werden lassen. Wir haben das System in 3 Ausführungen. Wir haben die 100 mm Variante, die 125 mm Variante und die 150 mm Variante. 100 mm ist standardmäßig für ganz normale Fallleitungen eigentlich geeignet. 125 mm ist für ventilationsbetriebene Zwangsentlüftungen zum Beispiel geeignet. Und die 150 mm Variante ist eine Sonderanfertigung, welche teilweise schon den Bereich der Wärmerückgewinnungsanlagen bedienen kann. Als Ideengeber der Branche haben wir 2010 diesen 100 mm Signum Adapter eingeführt, resultierend aus den Anforderungen des Marktes und unserer Kunden. Wir werden 2012 das Sortiment ergänzen und den 125 mm Adapter mit aufnehmen. Wir werden sowohl den Adapter als auch das keramische Signum Tondrungsrohr im Set verkaufen und anbieten. Einfach deswegen, weil wir damit den Kundenanforderungen gerecht werden und zudem technische Regelungen entsprechen. Der Adapter an sich bietet den Vorteil, dass wir hier eine Problemlösung geschaffen haben. Bisher war es einfach so, dass der Handwerker an runden Tondrungsrohren oder anderen Durchgängen einen individuellen Anschluss des Unterdaches mit Klebestreifen herstellen musste, was oft zu Leckagen bzw. auch zu Fehlerquellen im Unterdach geführt hat. Der Adapter löst diese Probleme über einen einfachen und sicheren Einbau. Der Adapter selber wird im Endeffekt in das Loch der Dachdurchdringung eingeführt. Sie haben dann die Möglichkeit, mit diesem Polypropylen-Anschlussflansch an die Unterdachbahnen anzuschließen. Dieser ist bereits an das Produkt angeklebt. Sie haben hier ganz gerade Linien, wo Sie ganz gerade Klebeflächen aufbringen können. Wir haben im Zwischenbereich hier handelsübliche HT-Rohre verwendet, die Sie auf eine Länge von 9 bis 33 cm der Dämmstoffdicke anpassen können. Wir haben des Weiteren hier unten den Flansch oder den Anschluss der Dampfsperre, welcher über einen verschiebbaren Ring sich individuell auf den Dachaufbau anpassen lässt. Und auch dieser wird dann im Endeffekt an geraden Klebeflächen an die Dampfsperre angeschlossen. Abschließend diesen Schiebering mit dem Rohr verkleben, sodass sich sowohl außenseitig im Bereich der Unterdachbahn als auch innenseitig im Bereich der Dampfsperre ein absolut fehlerfreier Anschluss entsprechend der Fachregel des ZVDH und der Energieeinsparverordnung herstellen lässt. Selbstverständlich bieten wir einen umfangreichen Beratungsservice an. Sie haben einerseits die Möglichkeit, sich über den Creaton-Fachberater zum Produkt zu informieren. Sie können auch über www.creaton.de im Internet sich die einzelnen Informationen und Broschüren herunterladen oder Sie rufen direkt bei uns in der Anwendungstechnik in Wertingen an.